Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge haben wir hinter uns den Abschnitt dann doch noch mit Bravour gemeistert, nachdem ich dann erst vollkommen auf dem falschen Trichter irgendwie war. Ich schaue jetzt nochmal kurz, wir haben ja alles aufgefüllt. So, falls wir uns mal wehren müssen zwischendurch. Jetzt müssen wir immer noch die Docks erreichen, das haben wir nämlich noch nicht geschafft. Oh, eine Werkbank. Oh ja. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja. Das wollte ich haben. Genau. Viel besser. So, und dann durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen. Nee, Moment, das ist... durch eine Verlängerung der Schnur verursachen geschossene Steine mehr Schaden und betäuben den Gegner länger. Ah, okay. Na gut. Stimmt, rein theoretisch können wir ja auf die schießen und dann quasi an denen vorbeilaufen, wenn mal irgendwas Brenzliches ist. Das stimmt. So, dafür haben wir jetzt natürlich alles kein Material mehr. Schade, aber das war mir jetzt wirklich wichtig. Der Kodex. Wir haben 3 von 12 gesammelt von diesen Blümchen, die wir immer wieder zwischendurch hatten. Den Enzian, daran kann ich mich noch erinnern. Den haben wir Wasser gefunden. Fertigkeiten, was haben die eigentlich mit meinen Fertigkeiten hier gemacht? Angriff, Raffinesse und Alchemiewissen, das ging auf jeden Fall hoch. Das ist sehr schön. Na gut, und das brauchen wir jetzt nicht. Inventar ist voll, genau. Okay, er hat nochmal gespeichert, das ist auch sehr gut. Kann ich immer an dem Ding speichern? Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm! Das war knapp. Ja. Lauft uns nicht entgegen. War das? Nein, war's nicht. Verdammt. Oh, was war das? Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Ich weiß nicht, ob das... Er ist tot! Vorsicht! Scheißvieh! Entschuldigung. Also, Moment, wir können da vorne schleichen. Wenn uns da keiner erwischt. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht.
Moment. Wie macht er das? Keine Ahnung, er muss Soldat gewesen sein. Das wollte ich gerade machen. Okay. So, das. Oh, Moment. Ach, die können wir auch 6-mal. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Okay. Einmal Ablenkung fällig. Sieh dir das Feuer an. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben sie also damit angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Ja, viele Menschen haben Angst im Dunkeln, ne? Ich meine, gut, bei den Ratten kann ich es jetzt verstehen. Was ist mit denen? Da ist einmal... Könntest du mir den Typen vielleicht töten? Aber darauf verlassen können wir uns halt nicht. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Oh. Hey, sucht alles ab. Hier sind Eindringlinge. Ja. Ich weiß nicht. Ach, den Typ hätte ich blenden können. Er ist tot. Ich brauche eure Hilfe. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Also ich denke, dass wir einmal im Kreis da rumlaufen müssen, weil da vorne war ja alles gesperrt. Oh Gott. Moment, einer mit einer Fackel, einer ohne alles. Hinten ist es zwar dunkel. Ja, es wäre schön, wenn du dich mal umdrehen würdest, Junge. Das ist gut. Das schlägt wirklich sowas von langsam, ne? Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Hier sind Eindringlinge, findet sie. Schon unterwegs. Oh Gott, geht der mir auf die Nerven. Ich wollte doch nur kurz die Sachen da rausholen. Steht da natürlich der eine Typ. Was? Ihr seid bestimmt da drüben. Verstecken wir uns. Nein, sind wir nicht. Sucht alles ab. Wir haben Gesellschaft. Hier scheint es wohl nicht weiterzugehen. Natürlich geht's da nicht weiter. Ich warte auf das Ablenken gerade. Das kommt aber irgendwie gerade nicht. Das Problem ist, auch da unten steht auch schon wieder einer. Oh, niemand hier. Spur von ihm. Ich gehe weiter. Eieiei, wie soll ich denn da rüberkommen? Die waren das. Wer sonst?
geht schön weiter. Guckt woanders. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier links hoch muss. Und dann darüber kann. Hier greift uns jemand an! Bleibt wachsam! Haut ab, ihr Ratten! Und was macht er jetzt, hä? Ach, jetzt kommt der natürlich gerade in meine Richtung, der eine. Jetzt sitze ich hier fest. Ich will einen Schleichangriff in diesem Spiel. Oder irgendeine Waffe, wo ich zumindest vernünftig hier angreifen kann. Lieber mal woanders suchen. Genau, schau mal woanders nach. Aber nicht hier. Von mir ist auch hier. Ein Messer hatten wir noch. Ich wollte eigentlich ablenken, aber Messerstechen. Stechen ist natürlich noch. Das bringt natürlich nicht viel, ne? War das? Sie sind hier lang. Ganz sicher. Bleib weg. Ich kann jetzt hier nicht wirklich weg. Ha. So, jetzt weiß ich, wo ihr. Huh? Ja, geh da hinten nachgucken. Geh da hinten nachgucken. Hier wirkt alles ruhig. Warum steht er nicht mehr ab? Gefunden! Ja, sie kann wieder nicht kontern. Das war so klar. Nein! Och, lauf bloß nicht! Lauf keinen Millimeter! War hoffentlich der hier war. Ich finde euch. Oh fuck, wer ist das da oben? Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer, genau. Ach so, das ist nur ein Bogenschütze. Och, ich dachte schon. Ich dachte, es wäre hier gewesen wäre. Vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen. Das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Ja. Und wir müssen noch eine Menge Leichen verbrennen. Warum kommt der jetzt hier rum? Ihr wartet ein Festmahl auf die Ratten. Und wenn sie kommen, stehen wir bloß da. Wo kommst du jetzt her? Du hast einen Helm auf, das ist nicht gut. Jetzt wollte ich mich gerade darum kümmern. Jetzt geht er hier unten rum. Ach Junge, kannst du nicht in eine andere Richtung gucken? Dann komme ich auch unbemerkt nach da hinten. Vielleicht sind sie da drin. Los! Wer hat das denn jetzt gesagt? Ist tot. Der Mörder muss noch irgendwo hier sein. Was dies? Hier drüben! Haltet sie auf! Ja. Jetzt kommen sie! All diese Leichen. Aha, ich weiß, worauf du hinaus willst. Geh weg. Versuchen wir es. Heute Nacht. Reden wir später darüber. Klar. Keine Spur.
Wie soll ich an denen vorbeikommen? Ach so, ah, der hat eine Fackel. Der hat eine Fackel. Was waren die? Zweifellos. Mann am Boden. Der hat keine Fackel. Aber er möchte ja schön da bleiben. Scheißviecher. Ja, du kommst da nicht durch, Junge. Na gut, dann bleibe ich eben hier. Ja, er bleibt da, das ist gut. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da durch? Moment. Sieht er uns, wenn wir jetzt hier schießen? Ah, der guckt so ein bisschen doof. Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Hugo zu erblicken. Ich glaube, sie säubern erst die unteren Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. Dreh dich mal um, Junge. Ihr wollt mich nicht durchlassen, oder? Nein, wollen sie nicht. Also geh woanders hin. Alter, der steht aber auch an der blödesten Position da hinten. Ich hab's geahnt. Er kann ja nicht herkommen. Mist! Ich komm nicht weiter! No, er kommt nicht. Das Problem ist, ich habe da Licht. Ich könnte theoretisch was werfen, damit ich da durchkomme. Wenn er natürlich die anderen auf mich schickt, ist das scheiße, muss man dazu sagen. So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Sie sind hier lang, ganz sicher. Bleib in Sicherheit. Versteckt euch ruhig! Ich finde und dank euch hänge ich jetzt hier fest! Ach, ich bin so dämlich, ich bin so dämlich. Ah. Ja. Ich kann jetzt von da vorne aus nicht schießen, scheiße. Dreht er sich nochmal um? Wahrscheinlich nicht, ne? Fliehen ist zwecklos, denn... Hä? Wie, du kommst nicht zu mir? Komm doch einfach hier rum. Ich war schon besorgt. Warum? Ich stand die ganze Zeit vor dir. So. Achso, davon kann ich nichts mehr. Was kannst du nicht? Komm doch einfach... Kleiner? Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Das ist das Problem. Ich würde normalerweise sagen, ich versuche das mal irgendwie mit Feuer anzuzünden. Oder mit Teer. Ja, mit Teer glaube ich eher nicht. Nein! Nein! Warum sind hier Ratten? Hab ich schon gesagt, dass ich dieses Spiel hasse? Und da muss man... Nein, ich muss jetzt nicht komplett diesen Abschnitt nochmal machen. Oh, das ist so ätzend nervig, immer alles zu wiederholen. Jetzt kommt der Typ auch noch angedackelt da hinten. Jetzt kann ich hier auch nichts machen. Oh, ist nicht euer Ernst. Es kommen zwei angedackelt. Wollt ihr mich jetzt hier? Veräppel mich nicht. Was ist ihr? Ihr gehört mir! Ah, verdammt! Ah,
Also eben lief es wesentlich besser. Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Versuchen wir es. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Nein. Klar. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Hier komplett rumgemusst, oder? Fällt mir gerade so auf. Ach so, aber ich habe die Dinger ja geworfen. Jetzt hier nochmal. Kann man da durch? Die Frage ist, müssen wir da durch? Genau, du bleibst schön da. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwie durch das Tor durchkommen. Was ich nicht. Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Wenn er schon angelegt hat, dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Oh Gott. Ja, der Tod eben, der war jetzt sowas von sinnlos tatsächlich. Jetzt aber schnell. Neue Raffinesse, Fertigkeit, Verwertung. Ah, können wir das jetzt generell machen? Aber wie? Fertigkeit, Herstellung. Da können wir nichts von machen. Da können wir auch nicht verwerten. Ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt und wie ich jetzt verwerten kann. Erster. Wenn überhaupt. Verdammt, ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Ach so, das ist er. Sag das doch. Freiheit. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben Sie getan? Ich hole Sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Nein. Was dank dir war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein, lauft, lauft weg! Ach so! Nein, nein! Ich will nicht laufen, sowas kann ich nicht. Lauf, lauf, lauf! Ich sehe doch nichts. Was ist hier los? Was haben Sie dir angetan? Nein, nein! Oh Gott, ich habe Sie gewarnt, dass das passieren würde. Das ist sicher dieser verfluchte Mutter. Moment, was habe ich? Das habe ich. Okay. Da!
du hast ja nur eine Riesenhorde Mauern einreißende Ratten hinter dir. Nein, nicht wieder so eine dämische Perspektive. Ihr macht mich kaputt. Los, bitte hör damit auf. Lauf, Amicia, du raubst mir den letzten Nerv. Bitte, Hugo, hör auf! Ich komme zu dir! Steh auf, wir müssen hier weg. Bleib nicht hier, Madame, sie kommt! Nein, nein! Och nein, ist nicht dein Ernst. Was war das gerade für eine Grafik? Ich hasse es zu laufen, wenn ich nicht sehe, wohin ich laufe. Ich kenne doch den Weg nicht. Los, na los! Bitte hör damit auf! Und natürlich muss man dann wieder komplett von vorne anfangen. Obwohl, naja, ganz komplett ist es, glaube ich, nicht. Ich komme zu dir! Steh auf! Wir müssen hier weg! Ich laufe direkt daran. Nein! Genau, nach geradeaus, bitte, nach geradeaus. Schnell, schneller, schneller! Ihr verfluchten Dämon! Durchhalten! Hugo, fast geschafft! Na, endlich! Er beruhigt sich nicht. Ich weiß nicht weiter. Lass mich. Hugo, Hugo, ich bin hier. Shh, bitte beruhige dich. Bitte. Ich weiß, warum du wütend bist. Shh, Hugo. Bitte. Hey, ich hatte einen Albtraum. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Naja, in Teil 1 schon. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Ja, aber sieht schon heftig aus. Und das alles hat der Kleine bewirkt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, die spüren das ja irgendwie und fühlen sich dann von ihm angezogen. Ich glaube, so hatten sie das mal im ersten Teil erklärt. Oha. Nein! Diese Leute. Es ist zu spät. Weiter. Oh nein. Wer ist das? Oh nein. Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Bitte nicht. Nein. Ich. Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie
Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Da sind sie. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Wenn man mal von den Herzattacken bei diesem Spiel beim Rennen absieht. Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit.